So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wir haben ein Secret Layer Drop Hard, Party Hard, Shred Harder. Lustiger Side-Fact, die deutsche Übersetzung der Seite von Wizards sagt hier, das ist ein Secret Layer Tropfen. Ja, danke dafür. Wir gucken uns mal dieses Secret Layer an. Dieses Secret Layer ist eine Leihgabe von dem guten Kenshin, vom guten Domme. Und damit ist es entwertet. Ich habe den ein bisschen angesteckt, wie ich ein paar Leute auch anders angesteckt habe. Ich habe vor, was Cooles damit zu machen. Ich weiß nur nicht, ob ich es mir aktuell leisten kann, das mit meinen zu machen. Aber ich habe vor, diese Karten in einen Bilderrahmen zu machen und dann eben daraus ein Bild zu machen, was ich aufhänge. Da habe ich Bock drauf und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Ich meine, die meisten kennen ja die Secret Lair. Secret Lair sind ja bekannt, das ist nichts Neues, was ich euch hier zeige. Manche Leute haben es vielleicht verpasst. Für die Leute kann ich es eben hier öffnen. Ah, komm schon, dieses Dreck. Ja, sorry dafür, dass die wirst du nicht kriegen. So, gucken wir uns mal an, was wir haben. Die Secret Lair. Oh, ich mag es immer noch. Ich mag dieses Feeling davon, dieser Finish. Party Hard, Shred Harder. Ja, gucken wir uns mal an, was drin ist. Ich kann jetzt seitlich aufmachen. Genau, und, oh mein Gott. Okay, ich sehe schon, es ist mal wieder nicht die geilste Qualität. Wir haben hier unten eine Karte drin. Zu der kommen wir gleich zurück. Ich lege die mal so hin, dass wir die nicht vergessen. Gucken wir uns mal diese Karten an. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau, hier macht man die auf. Mit so einem... Ah, Clips, komm schon. Komm schon, lass mich das Ding aufmachen. Warum lässt du mich das nicht aufmachen? Da. So, haben wir jetzt hier so ein Plastik drüber. Das Plastik haben sie auch ein bisschen angeätscht, damit die Karten nicht mehr so gedamaged werden. Und, oh, mittlerweile ist hier so ein Plastik drum. So, die machen wir mal auf. Das ist bestimmt ziemlich gut, damit die nicht mehr ganz so hart gebändet sind, wenn die rauskommen. Das ist die Non-Foil-Version. Ich weiß gar nicht, ob es hier von der Foil-Version gab. Ich glaube nämlich nicht. Gucken wir uns die Karten an. Anguished Unmaking steht hier. Das ist der Name. Hier sind die Mana-Kosten. Das ist das Artwork. Hier steht, dass es ein Instant ist. Und die Karte sagt, Exile Target Non-Land Permanent mit... Und man verliert 3 Leben. Oh, ich mag das Artwork. Ich finde das Artwork richtig hübsch. Oh mein Gott. Das ist richtig nice. Ja, sehr cool mit diesem Weiß, Schwarz-Weiß. Assassin's Trophy. Auch hier steht das Grün und das Schwarze hier. Instant, also spontan Zauber wieder. Und hier unten steht dann in einer anderen Schrift, das finde ich ein bisschen verwirrend, Destroy Target Permanent and Open and Control, also ein permanentes, was ein Gegner kontrolliert. Der Besetzer, beziehungsweise der Beherrscher dieser Karte darf sein Deck nach einem Land durchsuchen, Standardland, und darf es ins Spiel bringen und muss danach sein Deck mischen. Then shuffle their library. Normalerweise steht da mittlerweile then shuffles. Und ja, hier finde ich den Rahmen ein bisschen strange hier unten. Den Punkt finde ich auch ein bisschen strange. Aber das Artwork und die Aufmachung von der Karte ist... Es ist wunderschön. Das fühlt sich auch richtig hochwertig an als Karte. Oh mein Gott. Dann Decimate. Das wird wahrscheinlich die meisten Leute freuen. Decimate sieht so richtig Heavy Metal aus. So richtig Heavy Metal für mich. Das ist was Heavy Metal für mich bedeutet. Dieses Artwork. Sorcery. 2 farblose, ein rotes, ein grünes. Man zerstört ein Artefakt. Eine Kreatur und ein Enchantment und ein Land. Für 4 Mana zerstört man halt permanente Sachen. Ist ganz cool im Commander, weil man dann sagen kann, bei dir zerstöre ich ein Artefakt, bei dir eine Kreatur, bei dir eine Verzauberung. Und oh mein Gott, das ist auch cool hier unten mit dieser Schrift im Comic-Style. Auch hier finde ich unten den Rand nicht so schön, vor allem dieser Punkt, der hätte nicht sein müssen. Ich versuche den mal ganz kurz hier in die Kamera zu kriegen, diesen Punkt, das müsste nicht sein. Aber der Rest sieht Hammer aus. Oh mein Gott. Dreadboar hier mit dem Pentagramm. Nee, ist kein Pentagramm, ist ein Hexagramm hinten dran. Okay, krass. Oktagramm sogar. Krass. Krass. Dreadboar. Hierfür ein schwarzes, ein rotes. Da sind die Mana-Kosten ein bisschen strange. Sorcery, zerstörende Kreatur oder Planeswalker. Ha, ist das Hammer. Hier mit dem Rand noch drumherum. Hier ist ja explizit so ein Rand gemalt, der verschnörkelt ist. Wow. Hier finde ich es ein bisschen strange. Hier ist das erste Mal, dass es mir ganz krass auffällt, dass das hier kein Schwarz ist. Also das ist schwarz und das ist so ein dunkles Braun, dunkles Grau. Ja, und wir haben Traximunda. Ich weiß nicht, warum Traximunda hier drin ist. Ich verstehe es halt echt nicht, weil das sind alles Removal-Sachen, das ist Traximunda. Und ich hätte es verstanden können, wenn man hier irgendwie versucht, alle Karten in einen reinzubringen. Aber das kriegt man auch nicht hin. Und warum Traximunda? Weil irgendwo noch Blau dabei sein musste. Da hätten sie auch eine coolere Karte nehmen können. Auch wenn das Artwork und die Schrift
der Hammer ist. Also Traximunda hier mit dem Schwert, mit dem Flammenschwert und dem Stab in der Hand. Und das, oh, das Artwork ist der Hammer. Ist ein Zombie-Assassin, legendäre Kreatur. Hier seht ihr die Mana-Kosten. Die 4 kann man ganz schlecht lesen, für mich steht da ein H. Und der hat Eile. Hier steht noch ganz klein Eile. Und wenn der angreift, muss der beherrschende, der angreifende Spieler, der angegriffen wird, um genau zu sein, eine Kreatur opfern. Wenn ein Spieler eine Kreatur opfert, legst du eine +1/+1 Marke auf Traximunda. Er ist im 1 gegen 1, kenne ich jemanden, der den gespielt hat. Und für 6/6 schon stark. Aber auch hier, das Grau und das Schwarz, das passt nicht ganz. Das finde ich schade. Das finde ich richtig schade. Mir fällt auch jetzt das erste Mal auf, dass das die 142. Karte in einem Secret Lair ist. Der Secret Lair hat anscheinend einen eigenen Rundown. Ich müsste mal herausfinden, was die SLD1 ist. Die allererste Secret Lair Karte. Das würde mich mal interessieren. Ja, die gelten, glaube ich, alle als Mythic Rare. Nee, Rare, Mythic Rare, 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 Rare. Und ja, die Artworks, ihr seht ja auch hier unten von den Illustrationen, wer das gemacht hat. Ich finde die Artworks Hammer. Ich finde das Ding, das Secret Lair ist, und das Secret Lair, was mich richtig hart gecatcht hat. Und wenn man das auf schwarzem Papier in einen Bilderrahmen macht und dann am besten noch so ein rotes Pentagramm da reinmalt und jede dieser Karten auf eine der Ecke setzt, Hammer. Wenn man da noch ein bisschen übertreiben will, kann man dann bestimmt diesen Planeswalker, gucken welcher es ist, in die Mitte setzen. Ich hoffe, es ist ein cooler. Ich hoffe, es ist ein cooler. Ich weiß nicht, welcher drin ist. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, es ist der schwarz-rote Minotaure. Weil der so Metal ist und weil hier tatsächlich alles sehr schwarz und sehr rot ist drin. Ich hatte recht. Jawohl, jawohl. Angrath, Captain of Chaos. Weil, ja, hier mit der Kette und dem Hammer und Metal und ja. Und ja, 4 Mana, 5 Marken. Alle Kreaturen, die man kontrolliert, haben Menace, das heißt, sie müssen von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und Amas 2, das bedeutet, man kriegt einen +2/+1/+1 Counter auf einen Army-Token. Wenn man keinen Army-Token hat, kriegt man einen 0-0-0-Token first und legt dann 2 Marken da drauf. Ja, ist ein sehr schwächter Planeswalker, sehr schwacher Planeswalker meiner Meinung nach, aber passt natürlich zum Set. Und ja, ich weiß nicht, wann sie aufgehört haben, hier Random Planeswalker reinzumachen. Mittlerweile kann man ja immer die Planeswalker gut zum Set sehen. Das ist mir damals aufgefallen, als der Khan in dem Metallding drin war. Weil hier wäre auch ein Khan cool gewesen. Weil Khan mit Artefakten arbeitet und Artefakte sind woraus gemacht? Aus Metal. Gut, ja, das ist das Secret Lair. Und ich finde es cool. Ich finde es tatsächlich cool. Ich kriege demnächst noch ein paar andere Secret Lair als Leihgaben. Und die werde ich euch auch noch vorstellen, damit ihr wisst, wie die Dinger aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Zuschauer, genau wie ich, die Dinger nicht gekauft haben. Und ich rate gerade von den Foils immer noch ab. Die Non-Foils sind mittlerweile echt von der Qualität her sehr hochwertig. Und ja, ich finde es tatsächlich auch schön. Ich finde es auch schön. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.